Moin, liebe Leute, willkommen zurück bei uns Many Gamers bei Saints Row. Und ja, die letzte Folge, die ihr mitgekriegt habt, hatten wir noch eine Mission, diese wunderbare Nuttenrettung, beziehungsweise dieser Überfall der Nutten auf unser Hauptquartier. Jetzt haben wir ein wunderschönes Auto, wie ihr seht. Ja. Eventuell fehlt eine Tür und die Motorhaube und ein bisschen eingedellt. Aber sonst sind wir wieder perfekt dabei und ich würde sagen, dann starten wir jetzt wieder eine Mission, oder? Ja, können wir gerne machen. Kleiner Moment noch, da hinten ist unser Hauptquartier. Da will ich gerade mal gucken, ob ich das Auto umtauschen kann. Ja, den Wir Auftrag. starten Nuttenverkehr. Nuttenverkehr. Es klingt ja mal wieder nach einer sehr anspruchsvollen Aufgabe. Ja. Kleiner Moment, kannst du hier vorne mal kurz aussteigen? Dann kann ich das Auto vielleicht mal umtauschen. Und für die Leute, die letzte Folge Jawohl. miterlebt haben, dass ich diesen Energy Drink gefunden habe, beziehungsweise gesehen habe, ich habe ihn probiert, er schmeckt scheiße. Ja, warum machst du auch so einen Scheiß? Komm, dir ist doch wohl klar, dass wenn ein Energy Drink 2 oder 1 Woche am Fenster in der Sonne steht, dass er dann nicht mehr gut ist. Ja, aber er war noch zu. Ja, noch schlimmer. Also nein. Aber es macht die Sache trotzdem nicht besser. Ah, wenn ich mir nur vorstelle. War er schon Aber ich bin. verkloppt? Ich bin. Nein, eben nicht. Ah. Und ich bin persönlich halt auch nicht so der Energy Drinker Fan. Also, beziehungsweise ich trinke. Ich denke halt immer dann, wenn ich sowas trinke, so, boah, das hat so viel Zucker drin und sowas. Also. Ja. Naja. Also ich bin da eher. Vorbildlicher. Naja, gut, es ist ja jetzt nichts Schlimmes, sowas wie. Sorry, ja, ich weiß. Sowas wie Alkohol oder so, aber. Ja, ich Was? bin jetzt. Alkohol ist schlimm? Ja, somit hat sich auch schon das Vorbild erledigt. Ja, gut, wir kommen am besten zu einem anderen Gesprächsthema zurück. Wie findest du denn die Ja. Missionengestaltung hier in Saints Row? Oh. Eigentlich ziemlich cool. Also auch die Namen sind sehr ausgefallen und anspruchsvoll. Da Diese saßen. intellektuell hochwertigen Hintergründe des Spiels. Ja, die hätten auch uns als Spielschreiber einstellen können. Definitiv. Ja. Ach, ich find's immer noch so geil, wenn die Flammen so aus dem Auspuff kommen, dass da so. Ups, sorry. Ja, Aus ich finde, der jeder Wagen Ritze passt des auch. Autos. Aber du könntest unser Outfit, dein Outfit auch mal so in die Farbe ändern. In was? Was für eine Obwohl, Farbe? so blau ist auch cool. Hast du jetzt eigentlich eine neue Hose geholt? Moment, habe ich mir eine neue Hose Du bist so geholt? ein Honk. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir irgendwas Neues geholt. Ja, ich glaube, ich habe mir neue Schuhe geholt. Ach, es ist voll schlimm. Wir mutieren zu Frauen. Wir kaufen so Nee, häufig ein. das meinte ich gar nicht, sondern bei mir hast du gerade 4 von diesen Bandmitgliedern überfahren gehabt. Oh, cool. Wir haben aber keine Sterne. Außerdem fährst du. Oh. Oh, Jawohl. ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe eben hinter mich geguckt. Tja, keine Ahnung. Oh. Du bist Fahrer, ne? Du solltest etwas aufpassen, wohin du fährst. Und nicht Hab ich schießen. doch. Ja, Ich nee, bin nirgendwo gegengefahren. Oh, fuck. Wir haben ein. Aus dem Heli musst du auf den Typen schießen. Dann kann er nicht mehr schießen. Dann stirbt er einfach. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Schnell rein ins Auto.
Komm, komm, komm. Jawohl. Ja, dann. Du weißt doch, ich liebe Granaten. Ja. Dann schließ doch dein Scheißgeschäft mit dem Dealer ab und steh hier nicht rum. Alter! Jetzt. Ah, geht doch. Oh fuck. Jetzt schließ dein Geschäft ab. Mann, jetzt deal, du scheiß Dealer. Und jetzt gibt zwei Kugeln in die Fresse. Tanz, Musch, tanz. Hier ist ein Wasserfahrzeug. Oh, hier sind Wasserfahrzeuge. Alter! Jetzt geht da hin! Oh. Der Typ macht mich fertig, ey. So, und was mit dir, Heli? Tja, weg bist du. Wie kann ich die Granaten nochmal wechseln? Geh. Geh? Ja, perfekt. Ich weiß nicht, ob er mich verarschen will oder nicht. Der will uns, glaube ich, echt verarschen. Jetzt mal im Ernst. Jetzt geh dahin, du Sack! Ah! Was ist denn mit dem los? Du sollst mit der Ollen hier dealen. Ja, tut uns leid, aber an uns hat's echt nicht gelegen. Naja, doch, ich habe jetzt die Dealerin erschossen. Nein, ich meine daran, dass er nicht mit ihr gedealt hat. Egal, machen wir einfach nochmal. Sorry, Leute. Ich kann jetzt miese Kommentare dazu abgeben, aber ich lasse es mal. Ja, ich sag komm. Einfach nur, ja, früher waren die einfach vertrauenswürdiger. Die Dealer? Leute. Ja. Die ja, Dealer, komm, also. Ich meine die Dealer. Ja. Ja, komm, aber am Dealer hat es ja eigentlich nicht gelegen. Es lag ja wirklich daran, dass der Typ da nicht hingegangen ist. Ja, an unserem Dealer. Ja, an unserem Dealer lag's. Und der ist... Ah! Warum haben wir den überhaupt eingestellt bei uns? Weißt du, kennst du das, dass in amerikanischen Filmen müssen ja mindestens so und so viele Latinos, so und so viele Farbige und sowas sein? Ja. Deswegen haben wir ihn eingestellt. Ach so, du meinst praktisch sowas wie eine Art Frauenquote, nur anders. Also für irgendwelche BDSM-Spezialisten. Exakt. Okay. Macht natürlich Sinn. So wie aus South Park zu zitieren, Minderheitenquote. Genau, die Minderheitenquote. Was auch immer du tust, unterlass. Ich hab nichts gemacht, auf einmal hat der mich angefahren. Alter. Trollen? Jetzt kannst du... Oh. Alter, dein Ernst? Ich komme hier nicht, ich kann nichts. Ah. Stuckst du? Alter, Leute. Ja, perfekt. Jetzt fahr einfach weg vor den Typen. Oh. So, und wenn du, Sackgesicht, jetzt nicht dahin gehst, ehrlich, dann werde ich hier zum Tier. Dann ist... Gute Nacht, ja.
Dein Ernst. Achtung, Granate da unter dem Wagen. Ah, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Deine Granate? Ja. Wir müssen uns jetzt einen anderen Wagen krallen, ne? Ne, wir den Bandenwagen einfach hier. Okay. Steig ein. Ja, mache ich, aber... Ja, jetzt, steig ein. du überfährst gerade unseren Dealer. Nur weil so der behindert ist, der geht mit tierisch auf den Piss. Guck doch, er steigt nicht ein. Ja, der will in das andere Auto, in unser Auto. Falsches jetzt Auto. Hier eingestiegen. Komm. Fahr jetzt, sorry. Ja, ich fahr mit dem hier hinterher, dann haben wir zwei Autos. Fuck you. Fahr. Ich hol dich eh ein. Fuck. Ah, jetzt hätte ich auch andersrum fahren können. Aber auf jeden Fall eine recht schnelle Mission. Also schnell im Sinne von hohem Tempo. Schnelle Mission. Dankeschön. Der musste noch sein. Ja, und da gibt er nochmal Gas. Nein, der musste aussteigen bei mir. Mhm. Der ist die ganze Zeit nicht ausgestiegen. Auf, Deal mit ihm, Deal mit ihm. Au. Okay, nächster Deal. Komm, steig ein. Achtung! Boom! Steig ein! Steig du auch noch ein, Dealer! Also, diese KD ist schon dumm. Diese KD ist so bescheuert gemacht. Das Spiel an sich ist ja richtig geil. Ich hab schon extra nicht KI gesagt, weil künstliche Intelligenz ist es nicht, das ist künstliche Dummheit. Ja, aber das ist, stimmt einfach echt. Also, erstens die Einsteigsequenzen. Warum muss man langsam in da reinlaufen? Warum? Jetzt steig aus, du Dealer. Ach. Also, das Spiel macht ja insgesamt schon sau Spaß, aber manche Sachen sollten sie einfach nochmal verändern. Au. Halt mies, dass der erste Dealer einfach so ein Verarsch-Dealer war. Komm, steig ein. Das war ja ein Polizist, hast du es mitgekriegt? Ja, klar. Wir haben alle erledigt, jetzt müssen wir heim, ne? Ja. In unser wohlbehütetes Zuhause. Du weißt, dass man auf der Straße fährt und nicht neben der Straße. Mach ich doch. Ja. Guck doch. Ja, du bist super, super. Jetzt mach ich den Tempomat an für dich. Ja, vielen Dank, das beruhigt mich deutlich. Bam! Ich wollte es nur angemerkt haben, ne? Auf Straßen, nicht neben. Ja, wieso? Ich wollte da 10 Punkte erfahren. Dann ist dieses Auto da bei mir gespawnt. Hm. Warum bleibst du stehen? Ach, da müssen wir hin. Ja. Ah. Wir hatten ein paar viele Kopfsabarsch. Ach was, das ging ja noch. Es war ja ein fröhliches Hallo sagen, eigentlich eher.
Und 2000 Bargeld dafür, dass wir diesen schönen Deal begleitet haben. Wow. Egal. Haben wir wieder eine kleine Minimission gemacht. Ich glaube, die will ein Autogramm. Dann Nee, natürlich nee, nicht. jetzt hat es weggesteckt. Ups. Jo. Ey, der Polizist da vorne hat nicht. Oh, doch, jetzt was. Oh, da ist wieder so ein Katzenhaar an meiner, unter meiner Maus. Dann geht's nicht richtig. Warte. Bleib stehen, halt ihn, halt ihn, halt ihn. Nein, ich wollte ihn headshotten. Jetzt. Er ist noch nicht tot, warte. Jetzt. So, hä? Du Cop. Geil, ne? Bam, jetzt nicht mehr. Was? Lol, bei mir war jetzt Wow, Animation. wow, wow, huhu. Das war knapp. Lol, Und wir die haben als zwei. Schilde benutzt. Wen hast du da gerade? Hast du da gerade ein Schild gehabt? Na egal. Mein Captain Hero Schutzschild. Oh Gott, ja. Oh, da vorne ist ein Puff. Wollen wir uns da verstecken? Ich würde aber sagen, wir moderieren jetzt erstmal die Folge ab, weil es ist wieder Ende. Oh, stimmt, stimmt. Ach, ich vergesse es immer. Und Vielleicht können wir uns hier im Puff verstecken. Yo. Vielleicht. Weißt du, wie der Puff hier heißt? Wild Girls. Und es ist Strip Shoppen. Ja. Ach ja, stimmt. Strip Shop. Sorry. Entschuldigung, dass ich die Fachsprache noch nicht ganz gelernt habe. Ja, keine Angst, dafür hast du ja mich. Ja, genau. Dafür haben wir ja dich hier dabei. Oh, hallo Leute. So. Bevor wir wieder irgendeinen Scheiß bauen, was wir ja gerade dabei sind zu tun, sollten wir doch eventuell die Folge abmoderieren. Habe ich das schon gesagt? Ja, ich weiß, ich wollte nur noch mal so darauf hinweisen. Halt's Maul! Also, liebe Leute, schaltet auch nächste Folge wieder ein und genießt eine spannende Folge von Saints Row. The third. Von den Many Gamers. Genau. Bis dahin, ciao.